Hey Leute, herzlich willkommen zu unserem Empire at War Let's Play mit dem Canon Timeline Mod. Es ist Freitag und Freitag kommt ja normalerweise immer dieses Let's Play. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, diese Woche mache ich eine ganze Woche jeden Abend ein Let's Play. Und deswegen sind in dieser Woche auch schon, ich glaube, drei, wenn ich richtig gerechnet habe, drei Let's Plays hier erschienen. Und falls ihr nicht wisst, was das für ein Mod ist, was das für ein Spiel ist, guckt unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr alle wichtigen Links dazu. In der letzten Folge haben wir hier Nogra eingenommen. Da werde ich jetzt ein paar Sachen aufbauen. Und wir werden heute auf jeden Fall nach Kamino gehen. Versuchen, Kamino einzunehmen und dann hier so runter zu gehen, dass wir diese komplette Ecke hier einnehmen können. Haben wir hier die... Ja, haben wir. Gut. Ich überlege gerade, ob ich sonst noch irgendwas anderes machen muss. Ob ich noch irgendwas auf dem Schirm hatte, noch was machen wollte, aber ich glaube gerade eigentlich nicht. Habe ich hier alles gebaut? Noch nicht. Was ist denn das da? Okay, da, gut. Das ist ein Resurgent Kampfkreuzer Sternzerstörer der ersten Ordnung. Okay. Haben wir hier jemanden vorne drin? Haben wir nicht. Das wäre ein Desaster gewesen. Gut, dass ich jetzt Thrawn reingepackt habe. Und dann kämpfen wir mal über Kamino, hoffentlich. Und hier ist die schwarze Sonne kräftig am Arbeiten zwischen Tatooine und Geonosis. Interessant. Holen wir uns das nächste hier mal. Und kann ich hier auf dem Boden schon was bauen? Nein, okay. Hier auf Nalhutta bringt mir das alles auch nichts. Und vielleicht nehmen wir auch hier Renoir ein später mal. Aber erstmal gucken, wie es jetzt hier über Kamino läuft. Und dann gucken wir, wo wir da weitergehen. Kann ich jetzt hier... ich kann Nogri bauen, das ist schön. Dann habe ich die auf jeden Fall bald als Bodentruppen. Das gefällt mir. Und komm schon. Kamino, Kamino, Kamino. Wie viel... Oh. Oh, oh. Naja, ich habe die Eclipse dabei. Das ist nicht so schlimm. Mein Mandator auch, mein Mandator auch. Passt schon. Komm schon. Wie gehen? Oh ja, da sind ordentlich Leute bei. Holen wir direkt mal einen Sekitor, um ein paar mehr Jäger zu kriegen. Und schicken Thrawn und den Sekitor ein Stück weiter in die Richtung. So. Oh, da ist wieder Ramus Antilles. Ist der schon tot? Das ging schnell. Es ist nicht der beste Held der Rebellenallianz. Ich meine, der ist ganz gut gegen Jäger, aber gegen so einen Sternzerstörer kann der einfach nichts. Jetzt haben wir die Sekitors und einmal den. Und dann dürfen die auch alle ganz gerne. Die Sekitors, alle bitte ein Stückchen weiter vor. Das ist natürlich blöd, dass hier so gut platzierte Asteroidenfelder sind. Da komme ich nicht so ganz gut durch. Und kann Thrawn nicht ein Stückchen schneller fliegen, bitte? Nur ein kleines Stückchen. Mich verwirrt das so ein bisschen, dass wir bis jetzt noch nichts gesehen haben hier von den Gegnern. Und hier mache ich mal den Ton aus. Das war Discord. Okay, es scheinen nicht so mega große Gegner zu sein. Wie viel kostet mich die Eclipse? Die würde ich gleich nämlich gerne reinholen. 10. Okay, dann habe ich noch 12. Wenn ich die jetzt... Sagen wir mal, ich hole die hier rein. Und dann holen wir... Oh ja, sehr schön. Damit habe ich die ganze Map freigeschaltet. Noch hier einen Sternzerstörer und hier einen. Und dann habe ich meine Maximalkapazität. Der Sternzerstörer kostet nichts. Sehr schön. Nehme ich den auch noch. Und dann schließen wir das mal. Und gucken uns einmal... Den wollte ich mir eigentlich gar nicht angucken. Aber auch gut. Ich wollte mir einmal nochmal die hier angucken. Die wunderschöne Eclipse. Da haben wir einen viel besseren... Eine viel bessere Aussicht. Ja. Die hatten gesagt, die haben Venatoren. Da haben sie auch. Drei Stück. Zerstören wir mal eben erstmal die hier. Und dann bitte alle von denen auf den Venator hier. Ihr dürft auf den Venator gehen und die Gunskips dürfen auch hier mit drauf gehen. Ah, jetzt versuchen sie schon zu fliehen. Habe ich einen? Ja, ich habe einen. Den Interdiktor nutze ich jetzt auch. Nein, ich würde gerne mir noch einmal den hier ansehen. Oh, wunderschön mit der Basis daneben. Der dürfte sich aber gerne auch mal umdrehen, wenn er das hinkriegen würde. Die haben alle nichts zu tun. Auch gut. Wo sind sie? Hier.
Ich schicke einfach alle mal auf den Venator da. Und die hier auf die Munificent-Fregatte. Dann haben wir die bald auch weg. Jo. Und da sind gar keine Bomber mit bei hier, ne? Das machen alles gerade nur die Jäger. Aber gut. Wenn sie es können, können sie es halt. Der Sternzerstörer hat auch schon ein bisschen gelitten. Vorne, wie man sieht. Sieht aber trotzdem mega, mega cool aus. Gut, das haben wir gleich sehr, sehr schnell gewonnen. Und dann können wir bei Camino auch auf den Boden gehen. Das ist doch wunderschön. Du darfst hier drauf gehen. Da ist der Venator jetzt Schrott. Hören wir damit wieder auf. Wenn sie jetzt versuchen zu fliehen, sterben sie sowieso. Machen wir das Ganze mal ein bisschen schneller. Was ist hier noch? Ein paar B-Wings. Ich schicke die mal wieder, dann greifen die nämlich auch schön die Jäger nochmal mit an. Wenn ich die einfach auf Angriffssuche schicke. Ist der Venator Schrott? Der scheint Schrott zu sein. Warum ist hier? Da wird mir auf der Karte einer angezeigt. Irgendwo hier, aber hier ist keiner. Schauen wir uns mal hiermit einmal um. Ist da noch irgendwo ein Venator? Das ist eine riesige Explosion, mehrere riesige Explosionen. Okay. Und das leckt auch gerade ein bisschen, weil ich es auf doppelte Geschwindigkeit gestellt habe. Und dann auch noch mit den vielen gemoddeten mit den vielen gemoddeten Einheiten ist das nicht so gut. Und da zerstört die Eclipse gerade jemanden. Ja. Ah, da sind Einheiten, die werden mir nur nicht angezeigt. Okay. Okay, gut, nimm mich. Habe ich kein Problem mit. Sehr schön. Oh, die Eclipse hat hier auch ein bisschen gelitten. Ja, Remus und Tillis und, oh, Bodeneinheiten auch. Die wollten sich anscheinend auf irgendeinen Bodenkampf vorbereiten. Interessant. Jetzt ist die Frage, wo hatte ich denn noch Bodeneinheiten? Das sind Bodeneinheiten. Gut. Da ist auch Vader mit bei. Die können wir gut nehmen. Brauchen wir noch irgendwas? Müssen wir noch irgendwas kaufen? Ich habe Flugeinheiten, ich habe große Einheiten, ich habe AT-STs. Eigentlich ist das alles perfekt. Holen wir Vader mal vorne rein. Warten wir noch eben auf den AT-ACT hier. Und dann hat sich das auch. Wie ist das hier mit der nächsten Raumstation? Die könnte ich mal... Oh, hier gibt es gar keine weitere Raumstation. Okay, bauen wir nur noch das hier noch einmal kurz. Okay, und was ist das da vorne? Ist das wie immer dieser eine komische Panzer hier oder was ist das? Ja, kaufen wir einfach mal. Warum denn nicht? Und auf nach Camino. Ja, genau, das ist das besagte System. Und dann von da aus vielleicht noch Kato Neumoidia oder doch eher Rodia? Ich denke mal eher Rodia. Oh, wenn da jetzt Remus und Tillis war, einmal kurz nachfragen mit einer Sonde, ob da auch alle anderen Rebellenhelden sind. Das würde ich wenigstens vorher wissen. Okay, dann habe ich hier, glaube ich, alles gebaut, was ich bauen konnte, wenn ich das richtig sehe. Wo ist die... Da. Ja, komm schon, 90. 93, 94, sehr schön. Spielen hier bitte mal eben kurz. Schaffe ich das noch, bevor die da sind? Oh, die ist wesentlich schneller als die Flotte. Boah, ich schaffe das sogar noch. Nice. Ja. Mindestens Gambel Iblis. Im Prinzip nur Helden. Okay. Ich habe einen Helden, die haben wesentlich mehr Helden. Machen wir es mal. Boah, das ist schon eine coole Map. Ich hoffe mal, dass die aber auch wirklich funktioniert. Nicht so wie die Duros-Map. Die war... eher nicht so gut. Einmal Pirate Skip für den Fall der Fälle. Das ein AT-ACT, auch wenn es jetzt ein bisschen laggt mit dem. AT-STs hätte ich auf jeden Fall gerne. Sturmtruppen, da habe ich vielleicht ein paar wenige von. Vielleicht noch einen von den, oder zwei von den Skiffs. Na, komm schon, passt du hier irgendwo hin. Da kommen die hin. Und ein AT-DP bitte noch. Das ist gut. Diese... dumm. Einheiten. Ich glaube, Flugeinheiten habe ich hier nicht, aber für den Fall der Fälle, dass die Gegner mal mit Flugeinheiten kommen sollten, falls sie ihn nochmal angreifen. Holen wir das dahin. Mit den Death Troopern bitte ein Stückchen vor und der AT-ACT darf auch vor. Vielleicht nochmal hier ein paar Spezialeinheiten, von denen ein paar. Und, naja, Speederbikes brauche ich eigentlich nicht. AT-STs hätte ich ganz gerne noch.
Die ATDPs dürfen hier mit. Und ihr dürft das hier. Ach, Yoda ist schon tot? Das war aber bestimmt nicht der AT-ACT. Das war, wenn dann hier... da ist auch noch... Was ist das? Wer ist das? Ist das Luke? Obi-Wan, das waren das Pirate Skip und die Death Trooper und die Sturmtruppen. Aber nicht der AT-ACT. Dafür ist der zu schwach. Was kommt da? Das ist auch ein Held? Ist das... Nee, ist nur ein... Oh, die sind so schön. Meine Infanterieeinheiten. Oh, nehmen wir die einfach alle mit. Meine Güte, was soll's. Alle ein Stückchen mitnehmen, bitte. Da ist Ben Kenobi. Ich will zuerst mal... Oder sind das hier auch noch Helden? Die muss ich trotzdem vorher aufhalten, sonst ärgern die mich. Und jetzt mit der ganzen Macht des Imperiums hier auf Kamino. Der AT-ACT, finde ich, sieht sogar noch ein bisschen detailreicher aus als der normale AT-AT hier in dem Spiel. Oh, alle jetzt auf Ben Kenobi. Alle auf einen. Oh, ist das unfair. Oh, okay. Das war's mit Ben Kenobi. Ich frage mich gerade so ein bisschen, wo Gambel Iblis bleibt. Der mit seiner, mit seinem Gleiter da. Der hat eine ordentliche Feuerkraft, die mir noch schaden könnte. Oder war ein Solo? Verfolgen wir den mal. Hier weiter. Oh, da kommen viele Leute. Machen wir einfach mal... Ihr wollt... Nein. Ich wollte gerade sagen, ihr wollt doch da lang laufen, oder? Ja, habe ich 2-3 Einheiten verloren. Aber die meisten habe ich da rausgehalten. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Die anderen sind einfach weiter reingelaufen. Sollen sie machen. Oh, scheiße. Aber gut. Können wir eine andere Bombardierung machen. Während meine Hauptarmee hier langläuft. Kommt schon, lauft einfach da durch. Ihr könnt das doch auch. Ein ATSD, ein ATDP. Ihr schafft das. Ihr beiden Brüder hier, quasi. Und hier. Boom! Das war's für so gut wie alle, bis auf Gambel Iblis. Ja, nur Gambel Iblis hat überlebt. Aber das war's dann jetzt auch mit dem. Würde ich mal sagen, oder? Ja, er lebt noch, aber nicht mehr lange. Einheit wurde zerstört, ist okay. Da ist mein Mathma. Komm schnell. Oh. Schade. Egal. Der kann hier mal einen Machtschub machen, bitte. Gegen den vielleicht. Ah, nee, dann nimmt er den so hoch. Das ist ein Machtgriff. Okay. Nimm ich auch. Nein, du sollst... Der Gambel Iblis ist gar nicht mal so dumm. Ja, okay. Tötet zuerst das Teil. Also, eigentlich ist der schon dumm. Der denkt, weil er direkt unter mir steht, kann er mich angreifen. Kann er aber nicht. Aber deswegen kann er auch nicht von mir angegriffen werden. Das ist dann wiederum das Schlaue da dran. Komm schon. Oh, ist das nervig. Komm. Oh, nein. Nein, meine Flugeinheiten. Werden nicht getroffen von dem Teil. Auch gut. Ja, Gambel Iblis ist down. Sehr schön. So, gibt's hier noch Gebäude? Von denen ich wissen sollte. Es gibt auf jeden Fall nur noch Luke Skywalker. Oh! Oh, nee. Das mag ich aber nicht so sehr. Gut. Wer ist das? Ein Rebellengrenadier gegen die komplette Macht des Imperiums. Und kommt. Ja, gut. Meine Sturmtruppen gegen die Rebellensturmtruppen. Das ist, ja, und so wie es aussieht, sind es sogar noch Klonsturmtruppen. Die kriegen das ordentlich gut hin. So, der AT-ACT darf jetzt mal hier lang. Oh, die sind wirklich... nervig, dass die sich hier die Posten nehmen. Was? Schon wieder welche hier. Und sehr, sehr viele Leute hier. Hab ich hier irgendwelche, die... Ihr dürft Gegner suchen gehen. Ihr dürft dahin. Ich nehme jetzt einfach auch die Geschütztürme hier ein. Und dann, wenn dann da jemand vorbeiläuft, ich mach mal Anti... Nein. Wollte ich nicht. Anti-Infanterie wollte ich. Und können wir hier auch Anti-Infanterie kriegen? Komm schon. Anti-Infanterie ist das da. Sehr schön, der ist weg. Und dann könnte ich da auch nochmal einen Anti-Infanterie-Turm hinpacken. Was ist das hier?
Ach, so viele kleine Leute, ne? Kann ich über die drüber laufen? Es ist kacke, dass die sich... Ja, ich kann einfach über die drüber laufen. Das ist wesentlich effektiver als die Waffen, die ich hier habe. Ich habe Laserkanonen und Raketen und was weiß ich nicht alles. Und das ist so viel besser. Ah, okay. Die können... Ist das hier so ein Sensor Array? Ja, damit haben die ganze Karte aufgedeckt. Oh fuck. Nein, 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 nein. Kann ich das nicht auch... Kann ich das nicht auch einfach einnehmen, ohne das zu zerstören? Mist. Kann ich das jetzt... Ich weiß es nicht. Muss man es zerstören, um es einzunehmen? Oder hätte ich es einfach so einnehmen können? Ihr geht mal da lang, bitte. Diese sind echt nervig. Ja, komm, lauf da einfach drüber. Na, ich meine, jetzt ist er so gut wie tot. Aber der da. Der noch nicht. Nein, es ist zerstört. Schade. Schade, schade. Egal. Was ist mit dem da? Können wir nicht... ich habe mich nicht mal bewegt. Der ist einfach drüber gelaufen über mich. Ihr dürft nochmal Gegner suchen gehen. Und... Mal schauen, wer ist das da? Ist das Luke? Ne, auch nur ein Rebellensturmtruppler. Da gehen wir trotzdem hinterher. Und ihr auch alle bitte hier lang. Was ist hier? Das ist auch nur ein Rebellengrenadier. Nein, ihr dürft euch wieder Einheiten suchen gleich. Oh, die machen hier zu viele Geschütze. Die nerven mich. Die nerven mich richtig. Oh, Antiflug. Machen wir mal hier so eine Bombardierung. Autsch. Ihr kriegt die Bombardierung hier nochmal ab. Dann geht das Ganze schneller. Die haben zu viele kleine Einheiten. Viel zu viele. So, ihr da auf den. Du darfst da drüber. Und die ganzen Einheiten... Puh, nerven mich. Anti-Infanterieturm da auf jeden Fall hin. Kommt schon. Ihr zerstört jetzt das hier mal. Und mit dem können wir auch eben... Oh, ich hätte vielleicht nicht beide gleichzeitig machen sollen. Aber schön, dass die auf dem Boden auch noch weiterkämpfen. Töte den doch jetzt, meine Güte! Ihr nehmt jetzt erstmal hier den Punkt ein. Und ihr den hier. So, fliegen wir mal hier runter. Wahrscheinlich haben die hier auch noch irgendwelche Gebäude oder so. Könnte ich verwetten. Anti-Infanterieturm. Meine Güte. Zwei... Ach, gut. Ah ja, da sind noch Gebäude. Gut zu wissen. Anti-Infanterieturm. Die haben eh nichts mehr anderes. Also überall Anti-Infanterietürme hinsetzen und dann wird das schon was. Nein, das ist ein Anti-Flugturm. Das will ich nicht. Wow, jetzt sind hier aber ganz schön viele. Anti-Infanterieturm, komm schon. Ja, hier Vader mit den Leuten. Also quasi mit der 501. Alter, das sind aber ganz schön viele Gegner hier, die ganz schön viel aushalten. Unglaublich. Los. Ah, wunderschön, der Anti-Infanterieturm. Oh, gut. Der hilft ordentlich mit. Der hilft wirklich richtig ordentlich mit. Los. Hier noch da. Achso, was ist eigentlich mit den beiden hier? Ah, jetzt versuchen sie zu fliehen. Das kriegen sie eh nicht hin. Weil meine Flotte da drüber ist. Aber ich habe jetzt hier wenigstens ein paar Gebäude gebaut. Ha. Und damit ist Kamino unser. Wunderschön. Wie viele... Oh, ich bin so dumm. So, Leute, ihr dürft mich jetzt offiziell den dümmsten Menschen heute nennen. Ich hatte das jetzt schon öfter, dass mein Spiel abstürzt, wenn ich eine Bodenschlacht gewonnen habe. Und, ich dann hier nochmal draufgehe, weil... Wahrscheinlich, weil da zu viele Einheiten sind, die da eigentlich nicht sein dürften. Und ich mache es einfach immer wieder. Ich bin so dumm und das Spiel stürzt immer wieder ab. Warum mache ich das? Ich verstehe es nicht. Ich bin... Ich lerne irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Und jetzt, ich speichere dann natürlich auch vorher nicht. Und das heißt dann, dass ich da auch, das Ganze dann immer nochmal spielen muss, was ich dann bis dahin in der Folge gespielt hatte. Ziemlich, ziemlich dumm. Aber egal. Wir können jetzt versuchen, hier weiterzugehen. Und ich würde mal sagen, wir greifen jetzt mal die Botaner an. Die nämlich versuchen werden... den Plan oder die Pläne für den zweiten Todesstern zu beschaffen. Und da habe ich keinen Bock drauf. Das sollen die mal sein lassen. Ich will meinen zweiten Todesstern so, wie ich ihn haben will. Fertig. Und, das scheinen aber ganz schön viele zu sein. Na gut, nur eine richtig große Sache. Die anderen sind relativ klein. Auch wenn sie gute Feuerkraft haben, sind die anderen Sachen ziemlich klein. Und das kriegen wir hin.
Und ich finde, so sollten die Botaner übrigens, oder nee, nicht unbedingt in der Grafik, aber so sollten die Botaner übrigens auch im Kanon aussehen. Wir haben nämlich noch keine Ahnung, wie die im Kanon aussehen. Und soweit wir wissen, könnten das auch Menschen sein von einem Planeten namens Botan im Kanon. Das und das schon mal. Und dann können wir gucken, wie wir weitermachen. Ach, ich habe hier keine Sektor 2s. Okay, das wusste ich nicht. Das habe ich... Na egal, kriegen wir schon hin. Das wird schon. Mit den Sektors, die ich hier reinhole, dürfte das eine solche Übermacht der Jäger und Bomber sein, dass wir das doch hinbekommen sollten. Ich habe auch genügend, um... Okay. Schnell mal. Ihr dürft gerne hier auf... Nee, auf den Schildgenerator gehen. Haben wir noch... Haben wir Defender? Droppen die Defender? Okay, die Selbstmordbomber dürfen auch hier drauf gehen. Und dann nochmal... Holen wir hier in Victory rein. Die haben nämlich ordentliche Firepower. Dann haben wir hier noch drei Victories und noch einen Sektor hier zur Seite und vielleicht noch einen. Was ist das? Habe ich dafür genügend Truppen? Naja, schade. Geht nicht. Okay. Lassen wir die alle wieder angreifen und die vier dürfen hier den Schildgenerator angreifen. Dann geht das ein bisschen schneller da. Okay, wie sieht's mit den Victories aus? Die sollen hier bitte auch mit angreifen. Ihr dürft alle noch eure Gegner suchen. Und die Selbstmordbomber, wo sind die denn? Einer ist hier hinten, wo sind die anderen? Das will ich auf jeden Fall auch alle da mal angreifen. Wie sieht's hier aus? Da verlieren einige ihr Leben. Okay, sehr schön. Die ist schon Schrott, die Fregatte da. Aber jetzt erstmal hier das große Schiff auseinandernehmen. Wenn wir das haben, geht's uns besser. Das ist sehr schön, dass die Gegner hier kaum Jäger haben. Und da können unsere Jäger sehr, sehr viel machen. Hier, die 16 dürfen jetzt vielleicht auch mal mit hier auf den Schildgenerator gehen, dann geht das schneller. Mal eben einen Schluck trinken. Was? Immer noch nicht zerstört? Ich dachte, wenn ich jetzt einen Schluck trinke und hier wieder hingucke, dann ist es zerstört. Ist es nicht? Schade. Egal. Die sind alle ein bisschen weit hinten. Okay. Die werden wahrscheinlich auch nicht näher kommen, aber euch kann ich auch ein Stückchen näher... Ja, sehr schön. Der koreanische Kampfkreuzer ist Schrott und da ist der Schildgenerator auch kaputt. Gut. Die kann ich alle einfach hier drauf schenken. Dann ist das relativ schnell weg. Ah, hier sind die Selbstmordbomber. Kommt schon. Oh, ein TIE Defender. Gut, ich schicke euch wieder auf Auto. Nee, TIE Defender werde ich nicht anvisieren können. Schade. Aber da ist zum Beispiel einer. Dass ich nicht alle TIE Defender... Ach, ich könnte theoretisch den hier machen, ne? Dann hätte ich alle. Naja, egal, jetzt fliehen sie eh. Sollen sie probieren. Und flieht schon. Ja, sehr schön. Ich überlege gerade, sollen wir jetzt Bathory auf den Boden angreifen oder sollen wir noch eine Raumschlacht machen? Ich wäre ja fast dafür, hier noch Richtung Rodia zu fliegen. Dann nehme ich aber hier die Sekitos. Wow. Die Sekitors mit. Den Sekitor schicke ich darüber. Um Kamino ein bisschen zu verteidigen. Und hier nehmen wir mal zwei von denen und einen Sekitor auch mit, um über Kamino zu verweilen. Was hier mit Anta, da kann ich noch ein bisschen was bauen. Hatte ich jetzt bei Honogra alles fertig? Dadurch, dass ich das jetzt zweimal machen musste, bin ich mir da nicht sicher. Aber habe ich. Sehr schön. Und... Ich würde sagen, uns hält jetzt sonst nichts mehr auf, nach Rodia zu gehen. Machen wir das Ganze mal. Und nur noch 11 Minuten, aber das wird diese Folge nicht mehr passieren. Vielleicht nächste oder übernächste, dann haben wir den zweiten Todesstern. Da freue ich mich drauf. Den will ich auf jeden Fall auch nochmal gegen ein paar Planeten einsetzen. Vielleicht hier so gegen Hypori oder Ryloth. Mal schauen. Ja.
Ich überlege, ob ich die Eclipse einsetzen soll oder ob wir einfach mal eine Schlacht ohne die Eclipse machen. Allerdings haben die natürlich jetzt hier sehr, sehr viele Gegner. Aber wisst ihr was? Ich glaube, wir machen mal... Wir versuchen mal eine Schlacht ohne die Eclipse. Okay, nee, dann nehmen wir den nicht so weit vorne rein. Vita ist hier der... Der kostet 10. Oh, meine, mein Mandator 3 haben wir schon lange nicht mehr eingesetzt. Dabei mag ich das Schiff doch so sehr. Das sollten wir mal wieder, ändern. Irgendwie hatte ich auch vergessen, dass ich den habe. Ich weiß, ich habe es am Anfang der Folge gesagt, beziehungsweise gefragt, ob der da noch drin ist und bestätigt, aber... ich weiß auch nicht. Irgendwie hatte ich den ein wenig vergessen. Und jetzt noch auf jeden Fall noch ein Sekitor zur Dingens. Und vielleicht den auch nochmal hier irgendwo hin. Und dann hier nochmal ordentlich Sternzerstörer drumherum. Und noch ein Sekitor vielleicht hier hin. Dann können von hier aus auch noch Einheiten kommen. So, einmal schnell Pause machen. Ihr 6. Oh Gott. Wir gehen mal weiter einfach auf den Schildgenerator hier. Und dann der Sternzerstörer darf hier auf die Hammerhead-Fregatte gehen. Ist die schnell weg. Du darfst ja den Venator, der ist ja auch gleich weg. Du auch. Schauen wir uns das Ganze mal an hier. Schön rot. Aber ich glaube, ich will lieber einen größeren Blick an auf den Mandator werfen. Oh, das ist so ein schönes Schiff. Das war zeitgleich mit den Protonenbomben da unten von dem MC-30C. Wirklich ein sehr, sehr schönes Schiff. Also würde ich mich sehr freuen, wenn wir das mal in einem Star Wars-Film näher zu sehen bekommen würden. Das fände ich wirklich, wirklich schön. Nein. Die Resurgent-Klasse, die nehme ich nicht mit. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Die hat mich in letzter Zeit immer in den Stich gelassen. Das brauchen wir nicht so unbedingt. Das ist das erste Mal, dass ich das, glaube ich, in diesem Mod sehe. Das erste oder zweite Mal. Im Republic at War Mod habe ich das auf jeden Fall schon mal gesehen. Aber dieser Droid Carrier hier in dem... da kommen auch... The Starfighter was bulkier? What? Nee, ich will den hier. Antaria? Achso, da ist... Ich dachte jetzt, das wäre der Name von dem. Ist es nicht. Das war einfach die Beschreibung. Der Name von dem Teil fehlt. Okay. Das hätte ich jetzt auch komisch gefunden, dass das der Name von einem Sternjäger ist. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr, der Grievous hatte auf jeden Fall einen Sternjäger dieses, oder einen Bomber dieses Types, die Soulless One, aber ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die Dinger heißen. Was ist hier? Ja, die haben genügend Nachschub, um Venatoren und so noch reinzuholen. Interessant. Ja, aber wie wir sehen, brauchen wir die Eclipse auch überhaupt nicht. Sehr schön, richtig viele von den Defendern. Komm. Hier auf die MC-80 irgendwas. MC-80B. Dann ist das Teil schnell weg. Los, eine fette Breitseite da draufhauen, bitte. Du darfst eine fette Seite. Eine fette Breitseite, meine Fresse. Da draufhauen. Du hier mit drauf. Wo sind meine Defender? Ihr dürft jetzt gerne hier drauf gehen. Und du da drauf. Und da drauf. Ja, da versuchen sie zu fliehen. Sehr schön. Da bricht's auseinander. Und damit haben wir das jetzt auch. Einen wunderschönen Blick auf den Wunder... Oder einen schönen Blick... Einen Blick auf den wunderschönen Mandator noch, während die fliehen. Und da sind sie auch schon weg. Boah, wir haben nichts verloren und das ohne die Eclipse einzusetzen. Sehr schön. Aber ich würde mal sagen, dass das dann auch dieses Let's Play war. Ich glaube, wir haben so eine halbe Stunde jetzt geschafft. Beim nächsten Mal sind auf jeden Fall Rodia und Bathory dran und dann geht's nach Geonosis. Womit ist Geonosis da verbunden? Mit Corellia? Interessant. Tatooine, nicht Geonosis. Meine Güte. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es das hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo, ein Like und einen Kommentar unter diesem Video lasst. Und ansonsten werdet ihr morgen die Fortführung sehen. Dann, wie gesagt, Bathory, Rodia und hoffentlich Tatooine. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.